Hallo zum Tageshoroskop vom 26.04.2023. Wir haben die Wochenmitte erreicht und wollen natürlich wie immer schauen, was hier im Universum los ist. Ja, und wir haben die Sonne weiterhin hier natürlich im Stierzeichen in der ersten Dekade noch. Und zwar hier mit dem Mondknoten weiter verbunden und auch mit Vesta, mit dem Asteroid Vesta, der ja unter anderem für so konzentrierte Kräfte steht, aber auch für, ja, ein inneres Feuer, so eine Hingabe. Und dabei kann es hier sich um schicksalhafte Ereignisse handeln, die mit dem Vater zusammenhängen oder mit Chefs oder Autoritäten. Es kann sein, dass hier im Leben karmische Situationen sich ereignen. Und auch da geht es vielleicht irgendwie auch um eine Isolation vielleicht auch. Oder um eine heimische Situation, um das Zuhause. Und das Ganze bleibt noch in der abnehmenden Spannung hier zu Pluto. Das heißt, es gibt hier immer noch sehr starke manipulative Effekte. Es gibt hier immer noch Themen, wo Leidenschaften eine Rolle spielen, wo Krisen eine Rolle spielen, wo Abhängigkeiten eine Rolle spielen, wo Verträge eine Rolle spielen. Also Machtkämpfe können sich hier zeigen. Ja, und das Ganze bleibt auch immer noch im günstigen Aspekt hier zu Saturn. Also wir haben ja hier von der Sonne die blaue Linie hier, das Sextil zu Saturn. Und der Saturn bringt hier Unterstützung bei diesen Machtkämpfen. Also das heißt, indem man vielleicht hier Verantwortung übernimmt, oder sich einschränkt, und indem man Strukturen schafft, die ja viel Gefühl beinhalten, so eine Empathie, konzentrierte Empathie kann hier helfen bei Machtkämpfen. Oder halt auch Verantwortungsübernahme, grenzübergreifende Verantwortung in Bezug auf bestimmte Themen, die dann hier diese ja Auseinandersetzung, die Machtkämpfe möglicherweise ja entkräften. Ja, und diese Verbindung, also da fällt mir ein Beispiel ein, was ich jetzt gerade heute gesehen hatte, und zwar gab oder gibt es so ein Projekt für Kinder also für Flüchtlingskinder, die hier Kriegserlebnisse ja verarbeiten müssen, und da gibt es eine Aktion Malen gegen diese traumatischen Erfahrungen bei Kindern. Und dieses Projekt passt also genau in diese Verbindung, weil die Sonne mit dem Mondknoten beschreibt also Schicksalhaftes, was man im Leben hier verarbeiten muss. Mit dem Pluto dreht es sich hier um Krieg oder um Krisenthemen, um Trauma. Und hilfreich ist hier die Verbindung von Saturn zur Sonne. Und die Hilfe wird dann hier quasi durch ein Projekt, durch ein staatliches Projekt erfüllt, oder ein Rahmen wird gebildet, der hier mit künstlerischen, also Fische ist ja das Malen, mit künstlerischen Projekten eine Lösung bietet. Also das ist hier so eine Situation, wie sich sowas zeigen kann. Und ja, ansonsten mit der Sonne hier im Stier geht es natürlich insgesamt auch um körperliche Themen, um ja Genuss, um Sinnlichkeit, um ja, also gerade das Körperliche, das passt jetzt auch zu dem Projekt natürlich, also weil man gerade beim Malen ja quasi ja dieses, oder bei künstlerischen Tätigkeiten ja sehr stark mit der Materie arbeitet. Und das kann dann hier quasi zu Erfolgen führen, die mit dem Saturn in den Fischen angezeigt sind. Ja, und die Sonne im Stier, da geht es natürlich auch um Finanzen, um Werte und Schicksalhaftes in Bezug auf Finanzen oder Werte. Gab es halt auch hier bei einem Überfall auf dem Antiquitätengeschäft mit einer Geiselnahme in Berlin gerade. Also ein Mann wurde hier mit der Sonne quasi angegriffen. Stier sind so alte Gegenstände, so Geschichtliches. Und das Ganze in Spannung zu Pluto bringt dann hier quasi diese Geiselnahme oder diesen Überfall. Und da gab es ja dann auch einen
tödliches Ende für den Geiselnehmer und Pluto ist natürlich auch der Tod. Also das wäre eine andere Variante und ansonsten kann man natürlich im Leben jetzt hier starke leidenschaftliche Erfahrungen oder manipulative Elemente hier immer noch erleben. Aber das nimmt jetzt so langsam ab. Ja, eine andere Variante, gab es jetzt gerade eine Wandlung im Leben, weil Tucker Carlson wurde gekündigt. Das wäre hier auch so. Also ein Mann wird quasi aus der Mitte des Lebens gerissen hier, weil er also quasi in seiner Lebendigkeit hier ja, also durch Pluto rausgerissen wird, das alte Leben stirbt, kann man sagen. Und also da kann sich das dann so zeigen. Und das passt aber zum anderen Aspekt, und zwar haben wir ja Merkur rückläufig in Verbindung mit Mars. Und Merkur rückläufig bringt natürlich dann Rücktritte, und das hat ja auch schon die Tage mal gesagt, oder ist ja natürlich immer, gilt das beim rückläufigen Merkur, dass man da mit ja, Rücktritten rechnen kann oder Rückziehen. Es verzögern sich Dinge und hier gibt es also die Gelegenheit, quasi spontan Leute zu kündigen auch. Das kann natürlich auch sein. Also ob man das jetzt aktiv oder passiv macht, also man kann ja auch selbst zurücktreten, eine Stelle kündigen. Auch das ist natürlich hier möglich, dass man eine neue Initiative irgendwie starten möchte und das mit dem Mars angezeigt ist. Ja, diese Verbindung von Merkur und Mars kann halt auch sein, dass man hier Zurückliegendes aufarbeitet, dass man also hier insgesamt auch vielleicht gerade mit Reparaturarbeiten zu Hause zu tun hat und dann ja vielleicht mit Handwerkern zu tun hat und da Termine macht, weil Chiron ist hier quasi am IC und der bringt hier diese Thematik von Reparaturen zu Hause und das Entspannung zu Mars. Im Wohnbereich, also das heißt, es kann hier eine Thematik sein, dass man quasi neue Ziele setzt im Wohnen und das hier mit Reparaturarbeiten versehen ist. Eine andere Variante davon ist zum Beispiel, dass man eine neue Arbeit angeht, die vielleicht von zu Hause stattfindet, dass man hier im Homeoffice arbeitet, das wäre denkbar. Oder dass es hier Streit gibt aufgrund von Arbeiten, die zu Hause erfolgen. Ansonsten wäre noch eine Möglichkeit, dass man hier zum Beispiel über gesundheitliche Themen herausgefordert ist, die auch mit der Familie zusammenhängen könnten. Oder ansonsten stehen auch gerade mit Mars und Chiron hier im Zeichen des Magens. Hier Mars im Zeichen des Magens, also möglicherweise Magen-Darm-Beschwerden im Fokus in diesen Tagen. Also Mars und Chiron ist auch noch, außerdem noch eine Verbindung, die kann für Kopfschmerzen stehen oder für ja, Darm-Schwierigkeiten, also Magen-Darm insgesamt ist jetzt hier gerade betont. Also das könnte natürlich sein, dass hier einem irgendwelche Dinge auf den Magen schlagen oder dass man irgendetwas gegessen hat, was einem nicht so bekommt. Da ein bisschen aufpassen in diesen Tagen. Aber eine Krankheit kommt natürlich auch immer nur, wenn man irgendwie auf etwas aufmerksam gemacht werden soll, dass man vielleicht viel zu, ja, dass die Seele vielleicht zu belastet ist, dass wenn es einem auf den Magen schlägt. Also dementsprechend muss ich das natürlich nicht so äußern. Ja, und diese Verbindung von Merkur und Mars und auch Mars zu Chiron, die kann man auch noch in einer anderen Situation hier gerade erleben. Und zwar gibt es ja im Sudan gerade die Evakuierung von Menschen hier in die Heimat. Und zwar ist ja Mars das Gestirn für den Krieg. Chiron sind die Verletzungen, die oder die Gefahren, die hier dadurch entstehen können. Und Merkur ist halt die Rückführung, Merkur ist ja rückläufig, also man transportiert die Menschen zurück. Insgesamt ist das natürlich auch eine Energie, wo in der Logistik insgesamt, also quasi beim Verschicken von Post, von Paketen hier Situationen passieren können, wo sich etwas verzögert oder nicht so ankommt. Das sollte man auch bedenken. Ja, insgesamt, Sonne und Saturn bringt halt viele Strukturen hier in diese Zeit, dass man hier vielleicht sehr konzentriert arbeiten kann. Und ja, der Mond dazu bringt eine ganz andere Energie, der bringt also quasi so ein private Rückzugstendenzen, bleibt den ganzen Tag im Krebszeichen der Mond. Also man begegnet hier vielleicht der Familie, man begegnet hier anderen sehr gefühlvoll, man ist auch sensibler vielleicht. Man hat eine gute Intuition, man spürt, ob etwas ja richtig oder falsch ist. Und ja, generell können natürlich Wohnthemen hier auch durch den Mond gerade besonders aktiviert sein. Und ja, man
sucht jetzt quasi so die Geborgenheit. Und das kann natürlich auch über den Partner oder die Partnerin erfolgen, oder über gute Freundschaften. Also man sucht hier den Kontakt zu anderen und das sehr gefühlvoll. Ja, Aszendent ist hier aktuell im Zeichen Schütze weiterhin, mittendrin im Schützezeichen. Also das ist quasi die Widderdekade, eine Widderfärbung hier bei dem Schützezeichen. Das heißt, wir haben hier so eine sehr zielstrebige Energie, wo man hier quasi in die Zukunft schaut, wo man Dinge sehr schnell und spontan, sehr feurig angeht. Und das Ganze spielt sich hier primär im privaten Bereich ab. Weil der Jupiter ist hier zu Hause und steht weiterhin mit dem Asteroid Eris zusammen. Das kann hier sein, dass man Streitigkeiten gerade im Privaten hat. Das ist natürlich auch durch den Mars angezeigt. Also aktuell kann es sein, dass es Familienstreits betont sind und die einen möglicherweise verletzen. Aber es auf der anderen Seite bringt der Mars zu Chiron natürlich auch Verletzungen, die hier durch Sexualität oder Erotik hier sich zeigen können. Also dass man hier in irgendeiner Form ja vielleicht eifersüchtig ist oder sich in seiner Männlichkeit verletzt fühlt, sowas kann das auch sein. Und ansonsten haben wir natürlich auch noch, also wie gesagt, durch Jupiter und Eris im Zeichen der Männlichkeit hier natürlich auch Streitigkeiten mit Männern oder unter Brüdern oder mit dem Sohn, sowas kann natürlich auch angezeigt sein. Ja, und in Bezug auf die Liebe haben wir natürlich weiterhin den Pluto hier in Spannung zum Asteroid Liebe. Das heißt, wir haben hier sehr viel Eifersucht vielleicht oder halt auch einen starken Bindungswunsch. Und in der Begegnung ist natürlich die Venus. Die steht hier für angenehme Kontakte und die darf hier so ein bisschen so Heiterkeit in die Zeit bringen, in den Zwilling. Man denkt über die Liebe nach, über Beziehungen, man denkt vielleicht auch über Verschönerungen nach, macht vielleicht einen Termin mit einem Kosmetiker oder einer Kosmetikerin oder einem Friseur hier oder man kauft vielleicht Mode ein oder irgendetwas, was verschönert. Ansonsten kann es auch sein, dass man hier Kontakte zur Tochter oder Schwester hat oder zur Tante. Und ja, insgesamt ist natürlich auch eine schöne Energie für Beziehungen mit der Venus. Allerdings unter Vorbehalt, weil natürlich Mars und Chiron hier, also gerade was so die Erotik angeht, Schwieriges anzeigt. Also vielleicht geht man auch aufeinander zu. Venus ist ja auch so ein Friedensangebot, weil man hier einen Familienstreit hatte. Sowas wäre natürlich auch denkbar. Und Ergebnis dieses Tages ist mit dem MC in Waagezeichen halt auch ja, ein Ausgleich, man möchte hier eine Verbindung schaffen und es kann natürlich mit Venus in Zwillingen auch sein, dass man hier zweigleisig fährt, dass man hier Kontakte zu zwei oder mehr Beziehungen hat. Sowas kann das natürlich auch denkbarerweise anzeigen in den Zwillingen. Ja, und dann sind wir eigentlich auch soweit schon durch für heute. Genau, der Mars hat natürlich auch noch die zunehmende Verbindung langsam hier zu Uranus. Die bringt also auch überraschende Veränderungen oder spontane Aktionen in diese Zeit. Und dementsprechend wird es quasi im Laufe der Woche immer weniger berechenbar und es dürfte in keinster Weise langweilig werden. Ja, dann wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Ich hoffe, dass du hier nicht in Streitigkeiten verwickelt bist und dass du eine schöne Zeit erlebst. Ja, und ja, dann bedanke ich mich für dein Interesse, freue mich über Liken, Teilen, Abonnieren meines Kanals. Wenn du Interesse an einer individuellen Beratung hast, dann kontaktiere mich ganz einfach über das Kontaktformular. Der Link ist hier unter dem Video. Wenn du eine Beratung buchen möchtest, das ist eine super Investition. Und da kann man wunderbar sehen, wo die Reise hinführt und welche Pläne das Universum für einen hat. Also das ist eine tolle Geschichte. Ja, und wenn du morgen wieder dabei bist, freue ich mich natürlich. Also bis dahin, alles Gute. Tschüss.